euch heute ein neues Let's Play Projekt auf meinem Let's Play Kanal. Wir spielen Black Wake erstmal vorerst alleine und ich bin schon Level 31, ich habe 8 Spielstunden hinter mir und ich finde es geil, ich werde es mittendrin mal erklären dann. Es ist ein, wie gesagt, ein Piratensimulator eher und es gibt eben halt ein großes Schiff, also wir sind eben halt auf dem kleinen, es gibt eben halt in jeder Runde ein großes Schiff, da sind maximal 13 Leute drauf immer und es gibt immer Piraten oder Navies. Und Fire on the enemy. Und wir haben gerade auch jemanden mit der Kanone getötet. Wir sind Level 32. Und haben gerade Pirat. Es gibt eben halt einmal ganz vorne die Anti-Sail-Kanonen, die sind eben halt für die Segel. Und das sind eben halt die normalen, die Bordkanonen, Bordkanonen, die auf dem großen sind eben halt mehrere, da werden wir eben halt auch noch drauf spielen. Und mit Q kann man eben halt zum Beispiel sehen, wer eben halt zu sein Punkt gehört oder nicht. Es gibt verschiedene Maps, verschiedene Modis. Zum Beispiel jetzt hat sich das Wetter geändert bei der. Ja, weil das Wetter sich geändert hat, weil der Vulkan. Starboard side, get ready. Fire! Oh, good job. Bei der Vulkan ausgebrochen ist, der kämpft gerade gegen einen sehr großen. Shoot them! Oh, what a happy day! Also wir haben eine Hauptwaffe, dann eine Pistole und dann nochmal hier und mit 5 kann man eben halt dann das Schiff reparieren, zum Beispiel. Und reloading. So, in die Kanonen muss man eben halt wieder nachladen. Ja, ganz klar. Left side. Ready the port side. We're going after Bumble. Fire on the enemy. In front us! Look! It's a large ship! Fight!
Ja. We can't float on water with a ship full of coal. Da haben wir gerade ein Schiff kaputt gemacht. Everyone did marvelous. Oh God. Our ship has taken damage. You need to fix it. Prepare starboard. Übrigens ist es gerade eine Aufnahme mit ja, wir haben gewonnen. Ja, gut gemacht. Plus 2 ist 4. Minus 1 ist 1. Oh, ja. Danke, Aufnahmeprogramm. Wir haben 4 Kills? Was? Man kann eben halt sich selber ja auch als Captain wählen. Machen wir jetzt mal. Abonniert mich. Entschuldigung. I'm reloading, shut up! Selber schuld. Oh, halt doch die Fresse, du Bastard. Halt die Fresse, du scheiß Ausländer, Mann. Eager 5 is target, says the end of the course. Go right. Yeah, nice. We're a spark away from raiding. We need supplies. Supplies. Go right. All right.
Junge. Shall I fire off the cannons? Yeah, I'm going to get more ammo in me gun. Anti-Sam. Starboard, get ready. Fire grapples from starboard! Get away from forward. Forward, go to your guns. Ah, yeah, nice. Ah, schon wieder eingetötet. Go left, go left. Slowly, slowly. Ja, bester Captain, ey. Nicht. Okay, bottom, come, weg, bottom. Bottom. Guy. Junge Mann. Pick the mark. Wir spielen. Hello. Pick the rear cannon. Front mast. In the front mast. Enemies who are still alive are in the front mast of the brig. Als ob das wirklich so lange dauert. Ja. Ganz vorne auf der Nase. Wie ist unser Nuss? Portside can still reload fire. Arch on your front. Brr, brr. Gucci gang. Go. Only one guy to kill. One guy. He's the lower deck on the enemy ship. Oder in den Mast. Man sieht die von unten in den Mast nicht. I don't know speed, noob. 20 Sekunden, 20 Seconds. Shut the fuck up. Oh mein Gott. Peinlich, noobs. Na,
Okay, respawn, respawn. Oh, Deck, not. One man is on Orium. Okay, he's dead. Reloading. Okay, we got him. Great job. Okay, everyone back on board. Reload everything with cannonball. Our port side cannons are just sitting okay, there. We want our grapple. Everything is alright. Everything is awesome. Everything is cool. I'm reloading here! Get the floor away anything! I need spots of the enemy piece. One man from a rear sail. Oh, guys, energy. Front cans, get ready. Christ, motherfucker! And left. Port side, get ready! Big ship. Your mom is a big ship. Good to see you, New York. Possibly one of the most funniest. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck! The best captain was starting to talk in French in front of the chat. Junge Mann, ihr seid scheiße. Most likely. Sorry wegen den ganzen Beleidigungen, die diese Runde waren mit den Ausländern etc. Ich habe nichts gegen Ausländer, überhaupt nichts. Aber wenn mich jemand aufregt, weil sie einfach grundlos töten und kicken, verstehe ich nicht, warum man die jetzt nicht kicken darf. Nur weil sie irgendwo anders herkommen. Idioten, ey. So welche hasse ich. Das sind Nazis einfach nur. Da schon wieder. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Of tanks.